Hallöchen. Wir schauen natürlich auch hier auf dein Hasi-Bärli, ne? In die Short Message rein. Das heißt, gucken mal, was beim Gegenüber los ist, was auf ihn zukommt und welche Themen es hier gehen mag. Und alles natürlich ziemlich zeitnah, gerade weil wir den Vollmond haben. Und deswegen finde ich es umso spannender, was sich da jetzt eben bewegt. So, ihr wisst, alles immer allgemeines Kollektiv, ne? Ihr könnt damit resonieren, müsst ihr aber nicht. Und wenn nicht, dann schaut ihr einfach ein anderes an. So, dann schauen wir mal, was hier die Energy ist für dein Gegenüber. Um was geht es hier? Aha, die Marionette. Hier haben wir also jemanden, der noch in gewissen Abhängigkeiten vielleicht gefangen ist. Das habe ich ja in eurer Short Message schon gesagt, ne, dass sich da jemand zwar in die Bewegung macht, aber die ganzen Themen vielleicht noch nicht so einfach und schnell zu erledigen sind. Vielleicht hat er auch noch einige Themen, wo er es sich eben noch nicht lösen kann. Vielleicht steht er auch irgendwo noch unter der Fuchtel sozusagen. So, jetzt schauen wir uns das aber mal genauer an. Wir haben aber hier den Überraschungsmoment. Das heißt, hier steht also ein freudiges Ereignis an. Eben, ne, vielleicht, dass er sich eben jetzt genau aus diesen Sachen eben rauslöst. Vielleicht etwas, wo er auch nicht mehr gedacht hat, dass er das überhaupt noch irgendwo mal aufs Kleid kriegt. Aber auf jeden Fall haben wir hier große Freude. Und wir haben hier noch unten die schwache Lady, ne? Das, die große Freude darüber, dass man vielleicht sagt, okay, man hatte lange vielleicht kein Durchhaltevermögen oder man hat immer wieder Dinge angefangen, die man dann wieder nicht beendet hat. Ne? Haben wir ja auch gesehen, immer dieses Ghosting dann. Hat vielleicht auch zu schnell aufgegeben. Ne? Hier kann Familie eine Rolle gespielt haben. Eben haben wir die Schlange gesehen, ne? Dreierkonstellationen, weil er hier vielleicht sehr viele Verpflichtungen auch hatte, sehr viel pflichtbewusst war, viel Verantwortung übernommen hat. Vater-Mutter-Thematiken haben wir auch hier wieder oben drauf. Ne? Und man hat sich dadurch eigentlich im Endeffekt selber das Chaos gemacht. Ne? Man hat halt versucht, guck mal, mit dem Kopf durch die Wand zu nageln. Ne? Und das hat halt irgendwo nicht funktioniert. Ne? Und die geistige Welt hat sozusagen hier eingegriffen, beziehungsweise hat ihm ja schon die nötigen Zeichen gegeben. Ne? Vielleicht wurde er auch immer wieder verlockt auf das Ganze. Ne? Hat hier irgendwelche Tricks angewendet, die nicht so schön waren. Hat viele Fehler nochmal gemacht, ne? Und hat dadurch eben den Terror gemacht. Und jetzt ist man halt so, dass man sagt, ne? Wie soll man dann das jetzt hier machen? Aber es geht darum, dass er hier aus seinem Wunschdenken rausgeht und wirklich jetzt mal hier auf die Gewinnerseite zurückkehrt. Okay. Spannend, spannend. So, dann gucken wir uns das nochmal an. Wo hat er denn vielleicht keine eigene Meinung oder wo steckt er denn hier noch drin oder wie geht es hier weiter? Bei dir haben wir die Skepsis, hier haben wir die Zweifel. Ne? Es nimmt sich jetzt gerade hier nicht viel. Ist halt sehr unsicher. Ne? Viele Unsicherheiten. Man hat nicht gewusst, kann man hier eine Entscheidung treffen oder nicht. Ne? Angst vor der ganzen Situation. Und das hat man sich halt hier auch auf den Warteposten gesetzt oder hockte halt noch auf dem Warteposten. Aber es gibt hier einen Abschluss. Na, sehr schön. Wir haben wieder einen Übergang heute. Also es geht darum, dass man hier endlich mal etwas abschließt. Ja, eine Prüfung besteht, ein Ziel erreicht. Gewisse Phasen, die man jetzt antritt, ne, neue Phasen, die jetzt rein sollen, also das Alte kann jetzt weg. Finde ich mega. Also hier sieht man, ne, von seinen Zweifeln war er abhängig. Wie gesagt, weil er halt viele Verpflichtungen hatte oder weil das alle andere Thema noch da war. Aber jetzt geht es halt darum, dass es hier ja zum Abschluss kommen darf. Das heißt, irgendwo eine Prüfung steht auch mit Sicherheit nochmal an. Ne? Könnte man hier so sagen, gucken wir gleich. Oder dass man jetzt eben das Ganze hinter sich lässt. So, und da haben wir den Engel. Na, er kriegt also Unterstützung aus der geistigen Welt. Guck mal, na, er kriegt Botschaften. Es geht darum, dass man sich jetzt wirklich mal führen lässt. Okay, was haben wir hier unterm Deck? Die Hochzeit. Na, er möchte eine Partnerschaft eingehen. Also wir haben hier einen sehr schönen Übergang von deiner auf seine Short Message, dass es ja eigentlich wieder um die wahre Liebe geht, ne, dass man durch dick und dünn geht. Man möchte also hier wirklich eine Entscheidung fürs Leben treffen. Und da haben wir den Frühling mit dabei. Ne? Haben wir, glaube ich,
Boah, haben wir das in deiner Short Message auch unten drunter gehabt? Irgendwo war der Frühling. Ich glaube, in einem anderen Kartendeck. Ja, wo es um das Erwachen geht. Ne? Dass es jetzt wirklich Zeit ist, dass etwas wieder das Neues entstehen darf, ne? Dass man das Alte hinter sich lässt und dass man wirklich hier nochmal komplett von vorne anfängt. Und da haben wir schon die Aktion. Man ist also hier wirklich voller Tatendrang. Man möchte auch aktiv etwas umsetzen. Ne? Also hier hat jemand wirklich so Hummeln im Hintern. Gut. Gut, es wird, Leute, es wird. So, schauen wir mal hier auf die Zweifel drauf. Also wer die Short Message von sich selbst noch nicht gesehen hat, guckt euch die an. Weil das ist irgendwie so Teil 2 hier, habe ich das Gefühl. So Part 2. Wie geht's weiter? So, auf die Zweifel, da haben wir das Schiff. Ja, der hat da lange genug rausgezögert, ne, oder hat lange genug gebraucht. Wir haben hier wieder eben im Endeffekt die Warteposition, dass man also viele Dinge rausgezögert hat. Man konnte sich ja nicht entscheiden oder man wusste nicht, welchen Weg man hier gehen soll. Aber nun begibt sich jemand auf die Reise. Ja. Es ist eine Geduldssache, die wir hier haben. Und wir haben hier auch den Bären, ne, dass man so wirklich hier schon langsam in seine Kraft, in seine Stärke kommt. Ne. Den Bären hatten wir auch schon bei dir. Unterm Deck haben wir den Hund. Na, da steht auch drauf, dass man wirklich sagt, hey, du musst jetzt mal für dich selber hier die Verantwortung übernehmen, nicht für 100.000 andere Leute, auch für dich selber hier einstehen und schauen, was du wirklich willst. Na, und hier haben wir den Brief. Jetzt muss ich es gerade alle anders halten. Den Brief und das Kreuz. Ne? Also auch die Kommunikation, die hier anscheinend sehr belastend war, weil man nicht für sich selber eingestanden hat oder weil man immer eben viel Verantwortung hatte, in Abhängigkeiten drinnen gesteckt hat, war natürlich auch die Kommunikation hier sehr, sehr belastend. Und man sieht schon, ne, das sind, ja, das sind halt Blockaden oder Hürden, die auch schon seit einem längeren Zeitraum existieren. Ist jetzt auch nicht etwas, was seit gestern erst stattfindet. Ja? Aber diese Blockaden dürfen auch hier in die Auflösung, in die Heilung gehen. Und hier soll es in die Verankerung übergehen. Ne? Da hat man lange genug im Endeffekt mit rumgehaddelt. Ne? Und nun soll es halt hier Beständigkeit geben. Sicherheit, Beständigkeit, Wachstum. Und eben auch die Bewegung. Und hier haben wir ja wieder, guck mal, na, die Bewegung, ein Treffen, Neuanfang und da guckt er auch schon rein daher. Okay. Schauen wir nochmal auf Schifflein und den Bären. Guck, da fällt schon wieder der Hund. Ne? Das ist eben genau diese Veränderung, endlich mal für sich selber da einzustehen, gerade zu stehen. Und die Vergangenheit, die hier blockiert hat, eben auch loszulassen. Na, das war eigentlich, die Zweifel sind hier ganz klar zu sehen. Ja, er hat das deswegen rausgezögert oder eiert aktuell noch rum, weil natürlich der Bär die Vergangenheit eine Rolle spielt, aber auch, weil er selber ein bisschen daran zweifelt, ob er hier stark genug ist für dich, ob er gut genug für dich ist, ob er dir das eigentlich alles so rüberbringen kann, was du brauchst. Ja, in dem Fall, das ist wirklich so, kann ich ihr das alles bieten, was sie sich wünscht? Aber das ist natürlich auch wieder hier in seinem Gehirnchen eine Sache, ne? Dieses nicht gut genug zu sein. Also auch mit dem Hund zeigt es ja auch die Blockade auf dem Selbstwert an, ne? Und das ist halt hier ein Thema, das sich hier verändern darf, ne? Aber da haben wir schon den Wandel drauf. Das heißt, das darf als abgeschlossen werden. Na, und der Wandel, der kann halt nur vollzogen werden, wenn man jetzt wirklich in die Bewegung geht und sich eben genau diese Unsicherheit, die hier noch drinnen steckt oder dieses Misstrauen gegenüber sich selbst, wirklich hier auch kommuniziert. Das heißt, die Sense schlägt dann hier den Fuchsen raus. Na, also das passt schon, weil man hat hier immer in der Kommunikation auch falsch gehandelt. Na, vielleicht Dinge gesagt, die man vielleicht nicht sagen will oder weil halt Misstrauen und Zweifel da ist, ne? Und das ist halt hier schon das gereizte Thema bei ihm, wird aber hier schon rausgeschlagen, ne? Und dann haben wir hier die Wege da, ja? Neue Wege, die sich hier öffnen. Das heißt, Transformation und auch Abschließen von Heimlichkeiten oder von Lernaufgaben, wie wir es hier mit dem Abschluss ja haben, ne? Dass man diese Prüfung endlich besteht. Und dann kann man sich auch hier mit dir treffen, für sich, ja, sich öffnen für dich. Und dann haben wir hier wieder Baum, Sonne, Herz. Sehr schön. Charming oder Mr. Charming. Ja, jetzt geht es halt darum, gut,
Weißt du, ich habe vorhin in deiner Legung ja gesagt, na, ob du hier nochmal ein Auge zudrückst oder nicht, oder ob du dich dafür entscheidest oder nicht, liegt letztendlich bei dir. Aber hier geht es halt um Kompromisse auch, die man eingeht. Aber es geht um gesunde Kompromisse. Ja? Geht mir keine faulen Kompromisse ein, indem er wieder alles tut und macht, was er gerne möchte. Oder er eben auch das für andere gemacht hat, wie auch immer. Na? Und dass man hier auch aufpasst ein bisschen. Na? Es ist schon schön, wenn man Süßholz raspelt oder jemanden überzeugen möchte, aber es geht hier im Endeffekt um den goldenen Mittelweg. Es soll ja dann für beide passen. Ah, da geht es mir gleich hier da ins Halschakra rein. Na? Es muss für beide passen. Und das ist auch etwas, wo er sich verändern darf in seinem Ego. Na? Dass es nicht nur nach seiner Schnauze geht oder nach seinem Willen geht, sondern wenn man hier eine Partnerschaft ihm eingehen möchte, dann hat man auch noch den anderen Part. Ja? Und das ist also ein bisschen dieses Reinfühlen und darauf achten. Na? Und das ist jetzt die Frage, na? Ob man da jetzt sagt, okay, gut, können wir Kompromisse schließen? Finden wir einen Mittelweg oder geht es hier nicht mehr weiter? Und wir haben hier im Endeffekt den Phönix aus der Asche. Ja, es geht also darum, genau diesen ganzen Ballast hier abzuwerfen, sich von diesem ganzen Scheiß hier zu klären, ne? Und wirklich in diese Transformation hineinzugehen. Das heißt, aus der Angst raus, in die Stärke rein. Und ja, da haben wir den Sommerzauber, ne? Dass man hier sagt, okay, gut, kann jetzt sein, sobald es anfängt warm zu werden, meldet ja schon von den Temperaturen. Also von daher muss es nicht unbedingt direkt der Sommer sein. Aber es geht in erster Linie auch darum, dass man wieder in die Lebensfreude kommt. Ja, Leichtigkeit, man macht wieder mehr Aktivitäten, man genießt wieder die Zweisamkeit. Ne? Also das alles im Endeffekt wieder mehr gesundet. Und da haben wir auch die Kontaktaufnahme da. Ja? Gut. So, dann schauen wir uns hier mal den Abschluss an. Um was geht es denn hier noch? Da haben wir schon mal den Schlüssel, also mit Sicherheit wird schon mal was abgeschlossen. Und wir haben hier die Routen. Es wird auch mit Sicherheit etwas geklärt, bereinigt, strukturiert und geordnet. Und es werden auch mit Sicherheit hier Gespräche dazu stattfinden. Ja, wir haben ja auch die Kommunikation. So, unter dem Deck haben wir aber auch das Buch. Das heißt, hier wird wirklich eine Lernaufgabe abgeschlossen und ja, bestanden sozusagen. Ja, und hier haben wir dich schon drauf, ne? Hier haben wir dich. Hoppala. Mit dem Sarg, ja, es geht also darum, diese Lernaufgabe, die du vielleicht auch hier ausgelöst hast, ja, zu transformieren und abzuschließen. Es kann aber auch sein, dass man hier Heimlichkeiten oder diverse Sachen, die man vor dir hier verborgen hat, ja, über die man nicht geredet hat, ja, wo man sich nicht offenbart hat, ja, dass das hier nun zu Ende geht, ja, weil wir haben hier das Glück, wir haben hier die Lilien, wir haben hier die Sonne, ja, in Kürze gibt es hier einen Ausgleich und man geht hier in das große Glück. Puh, wie man sich wo was entscheidet, ist die Frage, ja, aber er macht sich hier schon Gedanken darüber, dass es hier um neue Wege, neue Möglichkeiten gibt, weil man ja gerne in eurer Verbindung etwas verändert haben möchte. Vielleicht geht es auch bei einigen wirklich, na, ich hatte vorhin schon mal gesagt, um einen Umzug, ne, weil wir hier auch die häusliche Veränderung drauf haben, dass man irgendwann dann auch mal zusammenzieht oder dass hier einfach eine Festigkeit reinkommt. Also da ist man auf alle Fälle in der Bewegung. So, auf den Schlüssel. Ja, haben wir das Kind. Hier darf sich also etwas entfalten, neu beginnen, ne? Ein komplett Neustart. Und wir haben hier den Park. Und dass man sich eben auch für diesen Neubeginn öffnet. Diese Prüfung, die hier noch da ist, die abgeschlossen werden darf, ja, das kann auch mit kindlichen Themen bei ihm noch zusammenhängen. Ja? Dass man endlich mal anfängt, sich für diese Dinge zu öffnen. Und ganz ehrlich, Leute, wenn sich jemand anfängt, eben für diese Sachen zu öffnen, zu widmen, ja, dann kann man auch relativ schnell etwas bereinigen. Na, vielleicht hat er eben genau in der Vergangenheit das nicht getan, dass er sich eben gar nicht mit irgendwelchen Dingen auseinandergesetzt hat, sondern er hat halt einfach keine eigene Meinung, er hat funktioniert, ja, hat nicht geglaubt, dass es irgendwo andere Wege oder Möglichkeiten gäbe oder es irgendwo eine andere Lösung gibt, sondern man ist halt wirklich so unter der Fuchtel gestanden. Und nun ist es so, dass man sich wirklich hier aufmacht und sagt, okay, gut, ich möchte eine Veränderung, ich habe hier lange genug gewartet, es waren einfach zu viele Blockaden da. Geht ja auch im Punkto auf die Liebe, ne? Was er sich ja hier wünscht, was man sieht. Ja, aber so geht es halt nicht weiter, ne? Also hier ist schon sehr viel Einsicht auch da. Wie gesagt, sehr viele Zeichen, Unterstützung, die er auch von der göttlichen Welt bekommt, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich mache auf, ich gucke, dass ich das hier bereinige und dass es hier dann auch in einer gesunden Weise vorangehen kann, ne? Und da haben halt Ängste
oder Kummer, Sorgen, was er hatte, ne? Vielleicht hier Mutterthema oder noch wegen einer Dame oder andere Abhängigkeiten und Verstrickungen, ne, haben halt hier sehr viele Ängste ausgelöst oder war der Punkt, warum dieser Mann so viele Ängste hatte. Aber hier sehen wir auch, die Mäuse fressen schon die Schlange weg. Das heißt, das Ganze geht hier raus und Leichtigkeit kehrt ein. Ja? Also da kommt hier wirklich in die Leichtigkeit, in die Stärke, schicksalhaft auch. Ne? Es ist ja so gewollt. Also hier sorgt das Universum ganz schön für enorme Geschwindigkeit. Ne? Ich meine, wir wissen, dass wir aktuell eine enorme Geschwindigkeit haben, ne? Aber auch bei den Gegenübers gerade brodelt sich da was zusammen oder passiert hier gerade auch sehr viel, auch wenn du es vielleicht gerade nicht sehen magst. Ja, das kann auch sein. Also ich meine, wir müssen nicht immer alles mitkriegen, aber auf alle Fälle ist hier eine Bewegung drin. Guck mal, der letzte Gang. Na, es geht hier um ein Finale, das jetzt eingeleitet werden muss. Endlich ein Kapitel, das hier geschlossen werden darf. Na, und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also auch hier wieder sehr schöne Botschaft. Und unterm Deck haben wir den Baum der Liebe. Das heißt, eine Liebe darf jetzt wieder wachsen. Man darf auch wieder auf die Liebe vertrauen. Na, hier möchte jemand auch sesshaft werden, vielleicht auch eine Familie gründen. Ich sage ja, Familiengründung, Zusammenzug, eine Hochzeit. Das volle Programm halt, na, weil man dir sowieso nicht widerstehen kann. Ja? Und er möchte auch nicht mehr hier irgendwo in Träumereien rumhängen, ne? Sondern er möchte hier schon etwas reißen. Ne? Und da haben wir das Wunderland der Gedanken, das heißt nicht der erste, sondern der zweite Gedanke ist der richtige. Und hier nimmt es halt einfach einen ungewöhnlichen oder vielleicht einen unkonventionellen Weg, den er sich vorher gar nicht vorstellen hatte können. Ne? Ich habe es ja gerade vorhin auch erwähnt. Und dass man eben keine Angst mehr von diesen Veränderungen hat. Und dann steht hier jemand wie Phönix aus der Asche auf, ne? Löst seinen Ballast ab, kommt hier wieder rein und da haben wir die Flamingos der Liebe. Bitteschön. Die wahre Liebe, die große Liebe, Authentizität vor allem, eine Balance, die wieder reinkommt. Mega, mega, mega. Das freuen wir doch, ne? So, dann schauen wir uns noch auf den Engel an. Ne? Welche Unterstützungen bekommt er denn hier? Oder welche Botschaften? Ja, es geht um die Fische, ne? sein Seelenleben, seine tiefsten Emotionen. Und da darf er hier was abschließen. Ja? Hier geht es auch nochmal um die innere Einkehr mit dem Turm. Das heißt, ja, man wird ihn nochmal darauf hinweisen, dass man sagt, guck mal, was ist hier in der Tiefe noch verborgen? Was darf in den Turmsturz gehen? Ja? Was darfst du sozusagen rauslösen. Hier haben wir noch ein Sicherheitsthema bei ihm, ja, aber das ist jetzt auch hier wieder nichts Neues. Ich weiß nicht, in wie viel etlichen Legungen wir das schon hatten, aber wer hat dieses Thema ganz ehrlich nicht in sich? Ne? Da muss man immer auch aufrichtig zu sich selbst sein, aber hier geht es darum, dieses Sicherheitsthema, ne? Dass er immer vielleicht die Bestätigung braucht oder die Kontrolle bewahren möchte und so weiter, dass man dieses Thema jetzt auch wirklich aktiv angeht. Ja, das wird er sicher. Ne? Er wird sich öffnen für diese Kindheitsthematik, ne? Wo er vielleicht in der Kindheit keine Sicherheit hatte, weil Mutti gefehlt hat, weil Vati gefehlt hat oder weil man das einfach nicht vermittelt hat. Ne? Und man nimmt sich dieser Aufgabe eben an. Ne? Das ist ein Geschenk, was er jetzt kriegt. Und dann dürfen diese Komplikationen, Verwicklungen, Verstrickungen oder diverse Sachen, die dafür verantwortlich sind, Personen, die dürfen in den Sarg gelegt werden. Vielleicht ist es auch momentan finanziell ein bisschen knapp bei ihm. Ja, das kann ja auch sein, dass man ihn darauf hinweist, schau mal, wenn du hier immer so geizig und sparsam mit allem bist, ja, dann braucht man sich ja auch nicht wundern, warum man dann emotional sparsam und geizig ist. Weil dieser Mensch, das hier, vielleicht ist das ein Vaterthema, was er da vermittelt bekommen hat, dass man sagt, man hat keine Emotionen, mein Freund. Sondern man schaut, dass man erfolgreich ist, man schaut, dass man viel Geld hat, man schaut, dass man einen guten Job hat und so weiter. Ja, also eher das Materielle, Finanzielle, was jetzt hier aber auch in die Veränderung gehen darf. Ne? Das kann jetzt bei einigen vielleicht der Gegenüber ein Thema sein, ne? Dass es auch finanziell irgendwo immer nicht so rund gelaufen ist. Dann darf aber auch dieses Thema da beendet werden. Aber da geht es, wie gesagt, auch um die emotionale Sparsamkeit. Was haben wir denn hier auf die Fische? Ja, vor allem auf die Tiefenkommunikation, aus den Gefühlen raus zu kommunizieren, also nicht mal aus dem Verstand, ja,
weil das halt so sein muss und weil ich hier ja im Ego bin und so weiter, sondern dass es wirklich darum geht, dass man aus dem Gefühl raus kommuniziert. Ja, wie fühlt sich das für mich an? Na, das ist immer ganz wichtig und nicht, wie will ich es haben jetzt? Und dann meinen Schädel hier durchsetze, ne, mit dem Kopf durch die Wand, sondern wirklich auch mal zu offenbaren, hey, du, das fühlt sich gerade für mich so und so an, weil da hatte ich mal ein Themchen oder das könnte dies und jenes Thema sein. Also dieses offene Miteinander sprechen. Und auf dem Turm haben wir den Sarg. Ja. Na, darf hier transformiert werden. Es kann ja, ja, das ist jetzt für mich wirklich so eine Tiefentransformation, ja, dass es ja wirklich so ein Durchknallen gibt. Es kann auch sein, dass man in kurzzeitig hier nochmal in die innere Einkehr schießt. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht mal ausschließen, weil wir ja den Abschluss zwar da haben, na, aber um diese Dinge ja nochmal zu reflektieren oder zu sehen, kann es schon mal sein, dass er hier sich vielleicht auch nochmal zurückzieht oder dass man ihn quasi nochmal in den Turm setzt. Das kann also sein, dass hier vielleicht mal kurzzeitig ein Kontakt da und dann stagniert der Kontakt wieder. Der stagniert aber nicht wegen dir, sondern weil er sich ja hier was anschauen darf. Na? Und wir haben ja hier den Hund auf den Brief rüberspiegelnd und hier haben wir ja den Berg auf den Sarg. Das heißt, es geht ja darum, dass er lernt, wie ich schon sagte, aus dem Gefühl raus zu kommunizieren, in die Selbstverantwortung zu gehen und eben genau diese Hürden, diese Blockaden, die er hat, dann auch wirklich hier komplett abzuschließen. Ne? Vielleicht weist man ihn auch nochmal darauf hin. Ich meine, wie die göttliche Welt das macht, ja, das kann uns eh Schnuppe sein. Es wird mit Sicherheit so passieren. Ja, und das kann halt vielleicht noch eben finanziellen Themen etwas zugange haben. Oder ja, dass man ihn eben, wie gesagt, hier nochmal in die Einsamkeit schickt, dass man sagt, tut, pass mal auf, du hast Gefühle, junger Mann. Ja, oder alter Mann, wie auch immer. Und das brauchst du hier nicht irgendwo verbergen, ne, sondern das darfst du jetzt rauslassen. So, und hier haben wir nochmal das Schicksalskreuz runter. Also das soll dann schon nochmal so sein, weil es hier um die Bereinigung geht. Ne? Und dann darf er ins Glück gehen. Also im Endeffekt, wie mit einer Hausaufgabe, die jetzt noch aufkriegt, ne? Weil er die Hausaufgabe schön fleißig hier gemacht hat und ordentlich gemacht hat, dann gibt es hier natürlich auch ein Sternchen ins Heft. Ne? Der Rosenprinzel. Das heißt, diese geheimen Herzenswünsche, die er hat, ja, die Liebe, die er vielleicht nicht offenbart hat und nicht gesagt hat, ja, irgendwelche Geheimnisse, die er noch hatte, das darf jetzt alles raus, ja, das brauchen wir hier nicht mehr irgendwo unter den Teppich kehren, ja, oder auch da, wo er meint, hätte dich irgendwo beschützen wollen oder sonstiges, ne, hier haben wir die Kraken der Unterwelt, das heißt, die letzte große Hürde ist es noch vom Paradies, also er tritt das letzte Gefecht an und geht hier auch um eine gewisse Bestimmung und die haben wir ja auch hier unten drunter mit dem Königreich der Wünsche, dass man sagt, pass auf, nur du kannst deine Geschichte umschreiben, der Herr, ne, du kannst deine Kinderseele hier heilen, es ist alles möglich und wir haben hier dann Großmutter Weide, ne? Da geht es um Lebensweisheiten, um Erfahrungen, ne? Die man jetzt sammelt, eben noch um Elternthemen, Großelternthemen, können ja alles sein, ne? Dass man einfach sagt, hier soll jemand in seinen gesunden Menschenverstand zurückkommen und nicht mehr mit seinem Ego hier die Sachen ausmachen. So, und da haben wir auch das Portal des Schicksals, das heißt, es sind schicksalhafte Entscheidungen, die jetzt auf ihn zukommen oder die jetzt hier im Endeffekt auch gefällt werden. Es gibt dann kein Zurück mehr. Ja, also entweder oder. Entweder geht er den Weg oder geht er nicht. So, aber man wird ihn eh dahin führen. Na, wenn man schon sagt, tick-tack, braucht man hier nicht mehr länger Zeit verschwenden. Na, oder irgendwie sehnlichst hier rumwarten. Das, was er jetzt vielleicht die ganze Zeit hier gemacht hat, dass man gewartet und gewartet und gewartet hat. Aber durchs Warten wird es halt auch nicht besser. Sondern, dass er sich jetzt wirklich hier entscheiden darf und zu sagen, gut, gehe ich den einfachen oder gehe ich den steinigen Weg. Na, ich kann mich weiterhin in meinem Ego-Zeug suhlen. Aber dann habe ich halt nicht diese Partnerschaft, die ich mir wünsche, ne? Weil wir hatten die große Liebe schon und die liegt ja auch hier wieder drunter. Na, dass man sagt, man hat ja extreme Gefühle für dich und du bist ja die Traumfrau oder der Traummann, ja? Und man würde dich ja gerne heiraten wollen oder man möchte ja mit dir zusammen sein, man möchte ankommen. Ne? Aber im Endeffekt, ja, bringt das nichts mehr, wenn man hier einsam rumhockt, ne, und wartet und in seinen Selbstzweifeln hier rumfutzelt und das wird ihm auch relativ schnell klar werden. Ja, also hier haben wir schon jemanden, der vielleicht Versprechen gebrochen hatte oder der halt hier ein bisschen ausgenutzt hat, aber man wird hier in die Demut kommen. Ne? Also hier wird jemand etwas bereuen, wenn er es nicht schon tut. Und es gibt hier einen Sinneswandel. Ja, und drunter haben wir das Schlafenland. Also es soll ja in die Fülle gehen. Ja, ein Wunsch soll sich erfüllen. Wir haben die Sehnsuchtskarte da. Ja, es ist ja
Er will es ja. Ne? Also, schöne Short Message, ein ja, fließender Übergang von deiner in seine, oder sagen wir es mal so, parallel, was hier gerade läuft, finde ich mega. Ja, weil er braucht zwar vielleicht jetzt noch ein Momentchen, na, diese Sachen hier zu bereinigen. Er steht also mitten in den Prüfungsvorbereitungen im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und der Abschluss liegt schon nahe. Und es kann auch sein, dass man ihn da eben, wie gesagt, nochmal ein bisschen ja, packt und in die innere Einkehr wirft und sagt, du, schau mal hier so und so. Also, dass diese Dinge auch wirklich bereinigt werden dürfen. Jetzt haben wir bei dir vorhin die Skepsis gesehen. Na, dass du natürlich Angst hast, dass der wieder untertaucht und dann ist ja wieder alles für den Arsch. Also wenn er wirklich untertaucht, ja, dann ist es die Antwort jetzt darauf, dass man sagt, der taucht dann nicht unter, weil er das möchte, sondern er wird halt dann untergetaucht erstmal. Ja, aber wie gesagt, es geht da um eine Prüfung, die zu bestehen ist, um etwas, was ausgereinigt wird. Von daher, sieh es dann nach. Ja, weil wenn diese Sache dann im Endeffekt gelöst ist, ja, was wollen wir mehr? Na, dann soll er sich lieber noch mal ein bisschen zurückziehen oder dann soll er halt nicht schreiben, sofern er das hier mit sich selber ausmacht. Ja, oder beziehungsweise muss er eh, aber dass dieses Thema dann halt ein für alle Mal irgendwo weg ist. Na, das ist ja das, was wir uns alle immer wünschen, beziehungsweise ist ja das, was wir dann in dem Sinne als Frau wollen, na, dass der Mann in geklärter und gereinigter Form zurückkommt, ohne seine Altlasten und so weiter. Ne? Und wir wissen auch, und da bitte bedenken, ne, ich möchte euch das Ganze natürlich jetzt hier nicht schönreden, weil jeder muss das für sich selber nach seinem eigenen Gefühl entscheiden, was er da irgendwo machen möchte. Aber jeder hat seine eigene Lernzeit und seinen eigenen Lernweg. Und ja, auch, mein gut, ich sowieso erzähle immer von meinen eigenen Sachen, ne, in meinen ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und manche Themen, die kriegst du halt leider nicht so schnell raus, wie man es sich vielleicht gerne wünscht. Ja? Oder der andere versteht, du kannst es ihm 5-mal erklären und der andere versteht es halt nicht. Aber bitte bedenke, vielleicht hat es dir in deinem Leben auch schon mal ein anderer 5-mal erklärt und du hast es nicht verstanden. So, also es ist halt alles immer eine Zeitsache. Heißt aber nicht, dass ich mich hinsetze und warte. Ja, das ist auch eine ganz klare Sache. Ihr sollt euch nicht hinsetzen und warten oder hier wieder 500 Millionen Verständnis und Wohlwollen aufbringen, sondern ihr sollt einfach euren Weg gehen, weil das ist ja auch den Weg, den er hier alleine gehen muss. Ja, die Karte zeigt es eigentlich am schönsten. Er muss diesen letzten Gang, das ist sein Gang, ja, da kann niemand mitgehen, ja, sondern den muss er für sich selber gehen, um eben genau diesen Abschluss hier ja, zu vollbringen. Ja, oder wenn du hier auf eine Dame guckst, das ist wurscht, oder sie, da kann niemand begleiten. Ja, auch dich hat auf diesem Weg niemand begleiten können. Ja, nur, dass ich das nochmal anmerke. Gut, meine Lieben, dann sehen wir uns spätestens vielleicht bei der großen Legung im Mitgliederbereich. Und ja, dann werden wir sowieso nochmal in die Botschaften des Universums reinschauen. Ja, und dann die Kurzlegungen werde ich mit Sicherheit die nächsten Tage auch nochmal machen, der er und ich. Und den magischen Schlüssel, ihr wisst ja, ihr könnt das bei mir buchen, ne? Das wird per Sprachnachricht verschickt, also wer da Interesse hat und eine kurze Info möchte über den Stand seiner Situation, gerne mich anschreiben. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was sich alles so tut jetzt in nächster Zeit. Spannend, spannend. Also fühlt euch lieb gedrückt. Bis bald, ciao, ciao, eure Melanie.